So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Mount and Blade 2 Bannerlord mit dem Imperium. Ist immer ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und die sind hier stehen geblieben in Macab, an dem wir in der letzten Folge den Verräter hingerichtet haben, den wir zu uns geholt hatten, ohne Besitz. Dann hat er Macab und zwei Burgen gekriegt und dachte dann, gut, jetzt kann ich das Imperium hintergehen. Tja, und da stellt sich für mich die Frage, will ich jetzt diesem Clan nochmal die Chance geben, weil sie haben immer noch Ira bei sich, ja? Ja, komm, wir machen das so, wir geben diesem Clan nochmal eine Chance, weil Ira, ja, ist die Tochter von der Imperatorin und er ist der Ehemann von ihr. Und vorher war er hier Clan-Anführer, den wir hingerichtet hatten, weil er uns verraten hat. Und ich denke, wenn die zwei verheiratet sind, dann haben wir da doch nochmal eine bessere Chance. Ich weiß nicht, wie gut die miteinander konnten. Aber die sind nicht verwandt, ne? Also, Khagan, der jetzt das Ganze hier anführt, heißt der Khagan? Khagan. Khagan ist nicht, ist nicht sein Sohn, ja? Khagan ist irgendwie anders. Also mit ihm verwandt, ich weiß es nicht. Sie sind auf alle Fälle im gleichen Clan. Er ist 21 und 47 war der andere. Wir geben ihm die Chance, oder? Naja, komm, sind wir schnell genug, Wir sind schnell genug. Wir entsenden die Truppen. So. Ein Gefangener. Oh, die anderen hätte ich gerne gefangen genommen. Aber noch eine aus dem einen Clan dabei. Die Wanderin. Ja, nochmal zwei Hand hier. Neue Besitzer von Burg Dinar. Ah ja, die wurde eingenommen. Das ist der Besitz, den der andere Clan hatte, ne? Das ist unglaublich, dieser Clan besitzt schon so viel. Besitzt er denn viel? Hat auch recht viel. Er hat fast nichts. Ich würde voll auf keiner für ihn stimmen, aber das macht keinen Sinn. Ich stimme mit 60 für ihn. Ich kriege nämlich meinen Einfluss wieder, wenn ich für ihn stimme. Das haben wir geskillt über Charme. Charme. Also wir müssen Khagan finden. Machen wir das mal. Der ist in Macab. Gefangen? Ja, ah ja. Wir hatten Khagan gefangen genommen. Dann suchen wir halt Mesui. Pardon geahnt. Dann marschieren wir nach Pardon geahnt. Ich will ihr nämlich das Angebot machen zu wechseln. Und dann will ich ein Clanmitglied mit meinem Sohn verheiraten. Damit wir uns bei den Kusai auch festigen hier. Ja, hier ist sie. It's been a while. Wenn sie wechselt, weiß sie ja, was passiert, wenn sie uns hintergeht, oder? Ich habe nämlich ein Signal an die Welt geschickt. Hintergeht nicht das Imperium. Aber die will ja deinen Kopf. Okay, sie ist zufrieden mit ihrem derzeitigen Lehnsherren, sagt sie. Woran liegt das? Kann man jetzt nicht so genau sagen, hm?
Belagern wir es. Siedlungen werden von der Aserei angegriffen. Kann ja leider auch nicht viel machen. Komm, wir nehmen jetzt Chaikan ein. Weil, auch Tongaren soll er gesehen. Ja, ist, das heißt, er ist geflohen, hä? Ja, das Problem ist, wenn die sie jetzt dazu von überreden, zu uns zu kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich schon ein bisschen enttäuscht, dass die so schnell gewechselt haben zu uns. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendeinen Clan der Kusai bei uns haben will. Oder ob ich einfach sage, weißt du was, das soll alles, dann alles die Leute aus dem Empire kriegen. Die Kusai können mir, ehrlich gesagt, gestohlen bleiben. Egal, komm. Versucht's, traut euch, greift mich an, kommt raus. Bitte darum. Wir holen uns Chaikan. Nachher holen wir uns noch die andere Stadt. Die Burgen werden wahrscheinlich unsere anderen Verbündeten machen. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Dieser Clan hier, der hier, der war vorher bei den Kusai, ja? Der ist wieder zurück zu den Sturgiern und er selber ist Sturgier. Das heißt, jetzt gerade, wo das Khanat kollabiert, fliehen die einen oder anderen aus dem Reich. Ich bin immer noch super enttäuscht von der letzten Folge, dass er uns da verraten hat. Das Vertrauen in die Kusai ist damit eigentlich weg. Für mich als Charakter, ne? Und das Vertrauen weiterhin gestärkt in Leute aus dem Empire, denen wir deutlich mehr vertrauen. Weil wir reden immer noch von einem Clan, der ein Heiratsbündnis mit unserer Imperatorin hatte, ne? Den wir zu uns geholt haben, der uns dann auch sofort wieder verraten hat. Das hat ja wirklich nicht lange gedauert, bis er uns verraten hat. Dem Moment, wo er ein bisschen Besitz hat, wechselt er. Eine Burg wurde eingenommen. Wir investieren hier ganz, ganz wenig. Ein bisschen was. Er kriegt es eh, ja, weil die Imperatorin mir das kriegt. Wir kriegen mit ihm ein bisschen Plusbeziehung, müssen aber nichts an Einfluss geltend machen. Ich zeige das nochmal ganz schnell. Wir haben hier nämlich, wenn die Abstimmung über eine von euch unterstütztes Angebot scheitert, erhaltet ihr die komplette Einflusskosten zurück. Das heißt, wenn drei zur Auswahl stehen und ich weiß, der eine kriegt es und ich unterstütze einen anderen ein bisschen, dann scheitert meine Unterstützung für den. Der andere kriegt es und dadurch kriege ich meinen Einfluss wieder und baue aber trotzdem Beziehungen mit den Leuten auf. Ja. So viel dazu. Gut. Charakter eurer Fraktion benötigen minus 1 Überzeugungserfolg. Charakter anderer Fraktion benötigen minus 1 Überzeugungserfolg. Eure Gefährten halten 20 mehr Erfahrung. 20 mehr Erfahrung. Aber wenn ich eins weniger brauche, also alle
Empire. Alle vom Empire brauchen minus 1 Überzeugungserfolg. Eure Gefährten halten 20 mehr. Nein, das mit den Gefährten. Aus einem bestimmten Grund. Eigentlich wäre es besser, wenn wir die eigenen Leute überreden könnten, aber ich will, dass die Gewürzelady hier noch steigt. Khagan ist eure Problem, ja. Was doch. Wie sein Verräter. Ein Verräter von ehemaligem Anführer. Ein Vote ist mit einem Friedensangebot. Schließt Frieden mit den Kusa, unser Königreich wird täglich. Sie haben noch eine Burg und eine Stadt, glaube ich. Und diese Stadt. Ich werde noch das Katapult bauen. Dann greifen wir an und dann gucken wir, wie es aussieht mit den Friedensverhandlungen. So, rein da. Hat das eigentlich Verhältniseinbuße mit der Imperatorin gegen bei der Hinrichtung? Ich dachte nicht. Ich habe mit vielen Einbuße gekriegt, aber nicht mit der Imperatorin. Ich glaube, viel aus dem Südempire hat das gar nicht interessiert. Also, wir können nachher kurz nachgucken. Aber ich kann jetzt nicht aufs Königreich klicken, um nachzugucken, weil dann kriege ich direkt den Friedensvertrag links. Wir nehmen die Stadt an. Zuerst. Ich hoffe es. Soldiers! Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, warte kurz. Der kann da schräg reinschießen. Der hat hier absolut gar keine Chance reinzuschießen. Das heißt, hier kommt das Katapult hin. Hier kommt der Tribok hin. Ne, der soll hier einfach ein bisschen draufschießen. Aber dieses Katapult kann gerade reinschießen, wenn sie sich hier aufstellen zur Verteidigung. Dieses Katapult kann leicht schräg hier reinschießen. Und dieses Katapult kann relativ gerade hier reinschießen. Wir den im Hauptprogramm folgen, meine Frage ist nebensächlich. Ne, wir schauen das nachher noch schnell nach. Ich finde ich selber noch spannend. Wird Nahkampfschaden. Dann führst du diese Truppe an. So. Also sind genau davon habe ich gesprochen. Ich will eigentlich nicht, dass sie reingehen. Infantry! Get moving! Hier geht da hin. Warriors! Move! Hier geht die hin. Ich will zuerst die ordentlich unter Druck setzen mit den Katapulten. Also das soll rein bombardiert werden mit den Katapulten. So gut es geht. Was macht ihr da? Das ist wieder meine... Das ist unfassbar. Ich muss das kurz anständig koordinieren, sonst kriege ich eine Krise.
troops! Forward! Ja, schlag den Turm an. Warriors! Wall! Infantry! Move out! Ha! Warriors! Irgendwie ist die Aufteilung ganz weird. Kommen die raus? Irgendwas passiert da, ich muss hin. Come on! Footman! Give him hell! Footman! Here! Charge! Die kamen raus. Wir gehen jetzt rein. Komm. Oh mein Gott, sind das viele. Das sind die Bogenschützen. Können gar nicht viel. Ich dachte mir, wir greifen hier an, weil... weil die hier versucht haben rauszurennen. Ich hab den Eindruck, dass wir hier gerade das nicht schaffen. Alle dahin. Wir brechen hier nochmal durch. Alle da. Hear me! At them! Let's go. Wir nehmen diese Stadt jetzt. Sehr gut. Okay, die Katapulte haben, glaube ich, wirklich gut geholfen.
Ich sag's wie es ist, wenn ich gegen den Frieden stimmen kann, werde ich es tun. Mein Charakter stammt aus dem Imperium, aber die scheiß Imperatorin hat mich und meinen Vater verraten und deswegen sind die bei der Aserei Vasall geworden. Ein südliches Empire ist vernichtet und der Großteil der Adligen zu uns gekommen, ja perfekt. Das ist das Schöne an dem Spiel, dass sich das alles so ein bisschen... wie soll ich es formulieren? So zufällig ergibt. Also die Geschichten ergeben sich immer so ein bisschen zufällig. Das ist eigentlich ganz cool. Medizin. So, eure Truppen erhalten plus 1 Trefferpunkte, je 2 Medizinfähigkeitspunkte über 200. Das heißt, ich bin jetzt bei 276. Das sind ziemlich viele. Das sind ziemlich viele Trefferpunkte, die meine Leute da kriegen. Ja. Das ist für alle. Das ist auch für mich. Das ist auch für mich. Gesundheitsminister. Oder? Nee. Warte kurz. Vorteil 22. 38. Truppen an die Garnison spenden. Plünderer. Kusai, Aserei, Söldner. Ein paar raus. Ich glaube, ich verzichte auf die hier, auf die Reiter. Passt schon. So, dann schauen wir mal. 100%. Dann halte ich mich. So, wir haben mit dem Cousin jetzt wieder Frieden. Der Khan hasst mich. Völlig unbegreiflich. 3 Burgen und einer Dings haben sie hier noch. Das war's. Das war's dann aber auch schon. So, also. Bei den Clans. Den habe ich 100%. Mit ihr habe ich 100%. Hier mit 96%. 100%, 98 oder ja, 80 Punkte, 71 Punkte, 100 Punkte, 49 Punkte, 97 Punkte, 86. Ja, das hat die meisten gar nicht interessiert, dass ich die hingerichtet habe. So, ich schaue nochmal ganz kurz, ob wir hier die Gesetze ändern können. Schuldenerlass, Volkstribun. Geschworenengericht? Nein. Wir können die Loyalität der Städte nicht erhöhen, das ist ein Problem. Das heißt, das wird alles rebellieren. Sanala ist ja immer noch. Reite ich da jetzt hin? Gerade mal nach Ortang gehabt. Ich weiß, ich könnte die ganzen Banditencamps ausdingseln. I can't. Theos. Ich habe gar noch nicht so viel. Ich stimme schwach für ihn. Kriege ich meine Punkte wieder. Er kriegt es trotzdem. Mit ihm habe ich eine bessere Beziehung. Und bei Ausstrahlung leveln wir noch ein bisschen. Ah, ich mach das Banditencamp noch schnell kaputt, komm. Ja, einfach rein da, obwohl. Die bräuchte noch XP, ne?
Das sind unglaubliche, also die Kataphraken sind so wahnsinnig starke Krieger. Also wirklich, 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 wirklich starke Krieger. Auch zu Fuß, auf dem Pferd. Und sind mega gut gepanzert. Haben gute Einhandwerte, also Einhandschwert, Streitkolben. Wo die noch mehr Lebenspunkte haben. Weiß ich nicht, ob die das überhaupt schaffen, einen Kataphraken niederzuringen. Also wenn das jetzt stimmt, dass die 38 Lebenspunkte mehr haben, kannst du nicht Gesetze für Loyalität beeinflussen, um das zu stabilisieren? Oder wollen die das alle? Sie wollen das alle nicht. Die drei Gesetze, die die Loyalität stabilisieren würden, da unterstützt mich kein einziger von den anderen Clans. Das könnte ich nur dann durchsetzen, wenn ich König bin, wäre. Dafür ist Ragea aber noch ein bisschen, Ragaea noch ein bisschen jung. So, lass uns ein Duell machen. Dankeschön. Wir nehmen die einfach noch schnell mit. Bagai. Tja. Wachi hat auch rebelliert. West Empire. West Empire ist halt so mächtig wie wir. Glaube ich ein bisschen mächtiger. So, holt ihr euch jetzt Argoron? Kriege ich eigentlich bei 100? Was ist ein Clan-Trupp? Großen Limit, ja. Wenn ich noch 4 Punkte mache, kann ich 10 Mann mehr führen. Irgendwie habe ich gar keine Lust mehr, meinen Bruder zu den Cousins zu verheiraten, so wie das hier jetzt lief, ne? Ja, wo marschieren die Armeen jetzt hin? Argoron? Wisst ihr was? Wir versuchen noch jemanden aus dem Nordempire zu uns zu holen. Ich weiß nicht, was die Armeen hier machen. Aber sie machen es nicht richtig.
glaube, es gab noch jemanden, mit dem wir gute Beziehungen hatten, ne? Mit ihm. Benton? Ja, genau. Wir sind Freunde. Oh, er mag die Imperatorin gar nicht. Gut, er mag seinen eigenen auch nicht. Wahnsinnig schlimm, wenn die Imperatorin nicht mag, ehrlich zu sein. Das ist die Frage, wo er ist. Er soll in Amphrella sein. Meine Reiter bestehen aus 45 Kahnreitern und 45 Aserei Speerreitern. Aserei Glaskanonen. Ah, er ist hier nicht. Er ist nicht hier. Wir lassen die gehen. Leute aus dem Empire, ich meine. Schon in Ordnung. Mein Trupp fällt gleich auseinander. Ja, ja, passt schon. Historiker hat uns den Krieg jetzt erklärt. Da sehe ich nicht so ein Problem. Brauche ich die anderen Männer eigentlich noch? Nein, die sollen gehen. Phasus. Truppengeschwindigkeit ist sich für jeden Fähigkeitsstufe über 200 und 0,2. 0,1. Here we go. Argeron ist er. Wie hieß er? Benton. Ne, er ist nicht hier. Ist er gerade erst geflohen? Er wurde vom... Ja. Das heißt, es braucht noch ein Momentchen, bis er hier ist. Elidilea. Entschuldigung. Ja, aus dem Südding selbst. Ich glaube, ich gebe den Plan mit den Kusai auf. Dass mein Bruder da noch einen Fuß drin hat. Ich muss ehrlich sagen, dieser Verrat hat, der sitzt so tief, ja, dieser Verrat sitzt einfach so tief. Der mehrere Burgen, hm. Alina. Ist
das würde zum Beispiel gehen. Nur halt nicht jetzt. Ja, löst sich die Armee jetzt dann bald mal auf. Der bleibt einfach hier. Er denkt sich, ja, ich brauche keinen Zusammenhalt. So, jetzt marschieren wir hier oben bei den Sturgien ein. Adelsstand. Bei königlichen Dekreten haben 4 plus Clans-Entscheidungen doppelte Auswirkungen. Die Einflusskosten für das Überstimmen von Volksentscheiden wird verdoppelt. Ich enthalte mich. Ich will mit Penton nochmal reden. Das scheint aber nicht hier zu sein. Gibt es denn eine andere Familie, die... Dietmar. Wurde gefangen genommen. Auch in Dietmar, wurde auch gefangen genommen. Ein gutes Verhältnis. Ja, was hier abgeht. Was hier abgeht. Das machen wir schon. Irgendwas hat. Ist sie jetzt hier? Nein. Ich weiß nicht so genau, was unsere Armeen aktuell genau machen. Ich verweile jetzt einfach mal hier. Ich wollte ja eh noch ein Kind zeugen. Und eigentlich wollte ich ja noch in den Süden, weil ich noch ein Geschäft kaufen wollte, nicht wahr? Und ich glaube, dass die ja immer noch rebellieren. Ne? Zanala rebelliert, glaube ich, nach wie vor noch. Die könnten sie angreifen, die Stadt einnehmen. Dürften wir dann kriegen. Wie sieht's eigentlich aus mit Krieg gegen Blandia oder so? Gar nicht. Frieden mit irgendjemandem? Auch gar nicht. Wir machen als Ehepaar auch nichts außer Kinder, oder? Also wer die? Charaktere, Nexilius und Arba. Nee, doch, wir manchmal trinken wir auch Wein zusammen und spielen dieses Spiel. Steckt die Wurst. Nein, ich meine das Tavernenspiel. Imperium.
Okay. Okay. Ist ein geiziger, vorsichtiger Mann. Aesos ist das hier. Mit ihm möchte ich gerne reden. It's been. Ich will ihn zu uns holen. Worauf ich hinaus will? 88. Ausstrahlung und Ehre. Ich brauche nur 3. Ist das ein Spielfehler? Es hieß doch, dass die von der gleichen Kultur. Er ist schon auch vom Imperium, ja. Aber vielleicht nicht Südempire. Vielleicht unterscheidet sich das nochmal. Keine Ahnung. 51%. Ineffektiv. Ich glaube, wir haben noch 2-mal die Chance. Lukon ist nicht gerade für seine Treue bekannt. Warum solltet ihr ihm zugetan? Zack. Also. Wir holen ihn zu uns. So, jetzt kämpft er an unserer Seite. Das hat dann übrigens auch zur Folge, dass er Argoron kriegt. Helfen dem Druck. Kein Ding. Let's go. Verteidiger. Naja, wir greifen auch noch den Norden an, ne? Pardon. Will aber nicht Pardon. Ich hätte gerne Penton. Argoron. Ist, da ist er nicht. Turian. Die könnt ihr noch versuchen zu überreden. Das ist etwas grausam. Weil wenn wir bei den Sturgien oben auch noch Gebiete einnehmen, dann wäre es vielleicht nicht so verkehrt, wenn wir, ne, die einen oder anderen aus dem Nordempire noch haben. Ja, das ist jetzt ungünstig. Jetzt gehen. Ich wollte mit ihm reden. Und ihn nicht besiegen. Pardon. Nicht mal gesehen. Penton Nereses war der Sohn des alten Imperators Drosios Nereses. Er ist der Sohn von dem alten Imperator. Der in der Schlacht bei Pendraik ums Leben kam. Normalerweise erben die Söhne des Imperators das Diadem, wobei dieses vielmehr eine Tradition als ein Gesetz war. Und der Senat entschied sich stattdessen für General Arenikos. Zwar hätten die meisten Imperatoren daraufhin solch einen potenziellen Konkurrenten diskret aus dem Weg geräumt, aber Arenikos ging ihm Interesse der imperialen Einheit das kalkulierte Risiko ein, Penton am Leben zu lassen.
Die Irenesses gehörten traditionell zur oligarchistischen Fraktion des Imperiums und Penton unterstützte nun Lukon im Bürgerkrieg. Gar nicht so ein ehrenhafter Typ. Wer ist der Anführer? Von dem, wir nehmen die einfach Stück für Stück. Lass ihn hoch. Wir nehmen hier Stück für Stück die Leute raus. Ich verfolge ihn mal bis nach Dietmar. Da können wir dann im Hof miteinander reden. Nein, wir doch nicht. Wo will er denn hin? Penton, da ist er ja. Penton, ich will mit dir reden. Hör auf zu plündern. Das West Empire ist nämlich jetzt auch im Krieg mit ihnen. Neue Besitzer von Burg Zladiv. Ist klar, dass er das kriegt. Das unterstützen wir auch gleich volle Kanne, damit er uns wirklich mag, ne? Ja klar. Wie gut der Reiterkommandant, wie ich die Reiter einsetze. Ist das eine Frage? Tassinor war der, den ich suchte, ne? Ja, der hat nämlich noch eine Tochter, die heiratsfähig ist. Das heißt, wenn Tassinor sagt, ja, wir schließen uns an dem Südempire. Your pardon. I did not catch your name. Dann machen wir da gleich ein Heiratsbündnis draus. Worauf ich hinaus will, die Treue nicht verdient. 24 nur, ja, er mag mich halt nicht. Dann hoffen wir, dass die 24 jetzt triggern. Nee, war ja klar. Dann 51. Na, immerhin. Dann nochmal 51. Ist nicht gerade viel Treue, bla bla bla. Euer Interesse und das Wohl des Reiches soll dann an erster Stelle stehen. Dafür steht so viel auf dem Spiel. Das hat funktioniert. 80. 88. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit 88 doppelt hier dann scheitere oder... Nee, wir machen es einfach mal. Okay, kritischer Erfolg. Super. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht genug Geld. Doch, ganz knapp geht's. Aber was will er alles von mir? Will er noch irgendwie einen Banner oder so? Nein, er will einfach Gegenstände, Schuhe. Xinam, danke schön für 15 Monate. Danke für Prime. Versteckte, bla bla bla. Beinschoner. Das ist gut. Das ist gut. Weil du gesagt hast, Glaskanone, fand ich nicht so. Die Asereireiter. Ja, die Asereireiter sind für mich, also ich finde sie wahnsinnig stark. Ohne Frage. Aber das, was ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, ist, weil sie so unglaublich schnell reiten, wenn sie in die Feinde reinreiten, spießen sie sich teilweise fast wie selber auf. Argoron. Ja, das kriegt natürlich er. Das unterstützen wir auch volle Kanne. Dass wir auch eine gute Beziehung mit ihm aufbauen. Ja, ich habe auch kein Geld. Ha! Warte mal, schnell. Frieden mit... Keine, okay. Dann gehen wir mal schnell helfen. Hallo.
Kein Problem. Darf's gehen. Ich will sehr gut haben mit denen aus dem Empire. Geht um das höhere Wohl schlussendlich. Wir greifen die jetzt an, oder nicht? Wie säuselt, es säuselt so unverschämt viel herum. Wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Ist er immer noch hier drin? Wurde er gefangen genommen? Ich wollte eigentlich die Heirat das durchsetzen. Okay, da hat sich die Armee, glaube ich, gerade aufgelöst. Das dauert mir hier zu lange. Das ist echt umständlich. Also mein Bruder ist kein grausamer Typ. Er ist ein grausamer Typ, das heißt, er will, dass wir plündern. Unser eigener Mann. Eher ein Verschlagener, den nehme ich auch mal nicht mit. Auch eher verschlagen. Kommen Sie mit. Bran ist einer meiner eigenen Männer. Eher vorsichtig. So. Dann mache ich das halt jetzt, wenn die das nicht machen. Weil, wenn ich es nicht mache, dann macht es wahrscheinlich das West Empire. Und wenn das West Empire das hier kriegt, ist gar nicht gut. Sinn und Zweck der Geschichte. Eigentlich ganz gut. Brand der Tapfere, Quartiermeister. So schnell mehr Sachen bauen, wenn er mal irgendwas belagert, falls er mal was belagert. Wer weiß. Ich baue die Sachen eigentlich mehr, damit ich noch Erfahrungspunkte sammle hier. Und hier das auch noch ein bisschen nach oben drücke. Bei Überführung muss ich. Also ich muss auf Stufe 7 kommen, wenn ich den hier noch erwischen will, ultimativen Anführer. Das schon. Wenn einer meiner Mods ganz kurz sich darum kümmern. Entschuldigung für die Let's Play-Fraktion, müsste ganz kurz ein paar Leute raushauen hier. Die Krawall gemacht haben im Chat. Aber was gibt's leider? Ist sie eigentlich, ist sie jetzt noch unterwegs? Ich glaube, sie war nicht mehr unterwegs. In der letzten Folge hat jemand schon was gesagt, dass sie nicht mehr unterwegs ist. Ja, Tagung. So, let's go. Soldiers!
Oh, ich bin froh, dass wir die Mauern kaputt gemacht haben. Ich lasse sie einfach reinstürmen. Ich mach das schon. Rennen jetzt alle raus. Manchmal frage ich mich schon, ob der KI, ne? Hey, da hat mein Pferd in ein Einhorn verzaubert. Ein Magier. Nord Empire erledigt. Ein Teil des Nord Empires hat sich uns angeschlossen. Ich hätte eigentlich gerne mehr Soldaten gehabt, mehr Clans, die sich uns angeschlossen hätten. Auf der anderen Seite, wenn wir die Aserei, also die Wüste noch von den Blandern befreien wollen, ist vielleicht gut, wenn die nicht allzu viele Clans bei uns haben. Sonst halten die noch Anspruch auf die Wüste. Und das wollen wir nicht. Ehrlich sagen, so viel Besitz wie wir bei der Aserei schon haben, mit den ganzen Burgen und so, ne, mit unseren Gefolgsleuten, könnten wir uns theoretisch vom Südempire loslösen, ein eigenes Königreich gründen, einigen meinen Gefährten die Burgen geben, dann könnten wir die Wüste verteidigen. Das Südempire müsste versuchen, uns dann in der Wüste zu challengen, also, lol. Aber das passt nicht zum Charakter. Wir versuchen ja hier, das Empire wieder zusammenzutrommeln. Ebenso wird es in diese Richtung irgendwas Hinterhältiges, mache ich dann vielleicht eines Tages bei einem anderen Lauf, bei einem anderen Run, wo wir einen Banditen spielen oder so. Etwas in dieser Richtung. So einen skrupellosen, Hinterhältigen, dem alle Mittel recht sind, um an die Macht zu kommen. Will heißen, ich habe noch ein paar Ideen für ein paar Roleplay-Charakteren, die ich dann hier so ein bisschen Soft-Roleplay-mäßig spielen werde. Ist meine Frau eigentlich mittlerweile wieder schwanger? Wir haben jetzt ein paar Mal gewartet in Burgen. Die Frage ist, da irgendwas passiert? Nee, du kannst gehen. Könnt alle gehen. So, wir nehmen alle mit. Wir machen hier so, dass wir einen Teil rausschmeißen, einen Teil mitnehmen. Ja. Jetzt nehmen wir alles mit. Ich brauche das Geld nämlich wieder. Huch, was war das für ein Grafikfehler? Gruppen an die Garnison spenden. Kusai. Okay, ich behalte alles, was imperial ist, behalten wir mal. Ich muss eh noch ein paar Ambusschützen ausbilden. Das heißt, ich schmeiße alles mal. Also das, wo ich will, dass sie vielleicht für uns noch als Bogenschützen tätig sind und so. Oder Ambusschützen in dem Fall. Also die Nahkämpfer, die Reiter, Wachen.
Schützen hier, Scharfschützen, Equites, Karawanenwache, imperiale Karawanenwachen, Veteran, warum habe ich so viele dabei? Ich habe, glaube ich, einfach alles mitgenommen, eine Zeit lang. Briten, Sturgisch, genau das aus, Altgeschworene, Kishi können auch hier rein, Veteranen, Britner Räuber, Kahnwachen, komm, ist gut. Danke, so. Passt. Können wir hier noch aufstocken? Ein paar Reiter. Ein paar Bogenschützen. Nehme ich schnell, glaube ich, einfach alle mit. Und dann kommt in die andere Garnison auch nochmal was rein. Ich wäre dafür, dass du komplett was anderes machst, so wie sonst. Weiblicher Char, hinterhältig, brutal, Brandschatzen, Morden. Wird auch kommen. Sowas in diese Richtung, ja. Das war die Idee. Du beschreibst im Grunde genommen das, was ich vorhatte. Vielleicht der nächste Lauf nach dem. Wir werden es sehen. Wenn ihr das hier jetzt auf YouTube guckt und das hört, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. So. Arwa. Nein, meine Frau ist ja noch nicht schwanger. Zwei Töchter. Das reicht nicht vererben, so. So, Truppengröße erhöht für Brand den Tapferen. Der Falke soll mehr Lebenspunkte kriegen. Das hier geht wahrscheinlich an ihn. Genau. Propalios dürfte eigentlich den Norden kriegen. Er dürfte eigentlich hier Besitz im Norden kriegen. Also Varunvapol und so, falls wir hier vorrücken, das wäre dann theoretisch sein Anspruch. Was hat uns jetzt den Krieg erklärt? Die Kusai haben uns den Krieg erklärt. Unglaublich. Unglaublich. Dann holen wir uns die letzten Sachen der Kusai. Die haben gar nicht so viel Kohle. Okay. Das. 56! Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir so viele... Das ist, weil wir gegen die Kusai so lange gekämpft haben, haben wir die ganzen Rossrüstungen mitgenommen. Alter Schwede! Wow! Okay. Sanala rebelliert immer noch. Kann die Aserei... können die Vlandia... Sind die in einem Krieg, oder? Oder sind noch im Krieg mit Patania? Die sind, glaube ich, hier hart in einen Krieg verwickelt, ne? So wie es scheint. Ja, die Pferdeherren wollen wohl ausgelöscht werden. So scheint es, ja. Wir haben übrigens in unserem Königreich nur Leute aus dem Imperium, ne? Wir haben die Aserei eingenommen, ohne jemanden aus der Aserei heranzuholen. Kusai auch. Ja, das war zu erwarten. Das ist, weil niemand möchte, dass ich die Gesetze ändere. Siedlungstreue erhöht sich um 2 pro Tag. Ich kann es mal versuchen, in die Wege zu leiten. Ne, es sind ganz viele dagegen. Ich könnte nochmal versuchen, es in die Wege zu leiten. Vielleicht haben nicht mehr genug Leute. Kurz gucken. 2 pro Tag. Sind noch mehr dagegen. Eieieiei. Ich versuch's nochmal. Ne, es bleibt so. Okay.
Ja, ich habe da wirklich keine Möglichkeiten, irgendwas in die richtige Richtung zu lenken. Das ist super, super doof. Die lassen mich einfach nicht. Die lassen mich einfach nicht. Naja, und diese Rebellen werden sich wahrscheinlich den Kusai dann anschließen. Was ja auch absolut logisch ist, würde ich auch tun. Wir brauchen wieder ein paar Armbrustschützen. Wow! Wow! Okay, ich hatte eigentlich nicht vor, so anzugreifen, um ehrlich zu sein. Ja, gehe ich jetzt helfen oder gehe ich jetzt nicht helfen? Ich weiß nicht, wie gut die aufgestellt sind. Stammeskrieger, Nomaden, der adligen Sohn. Ja. Schwierig. Ich wollte eigentlich in die Burg. Ich wollte eigentlich verteidigen. Gut, das mache ich auch. Nein, nein, nicht so. So wollte ich den nicht. What? Ah, weil die Garnison, oh, diese 400 Mann, die sie angegriffen haben. Ich wollte nur außen rum, um zu verteidigen. Ich wollte nicht angreifen. Oh. My goodness. Dann müssen wir hier weg. Die sollen kommen. Ich würde gerne wissen, wie groß die Armee ist, die hier. 700. Ja, was wollen wir machen? Uns da zusammenschließen? Sehe ich auch nicht so. Also er wird wahrscheinlich das belagern und er wird wahrscheinlich zurückkommen. Wir werden warten. Tut er nicht? Warum tut er das nicht? Wieder die Rebellen platt machen? Ja. Also die haben 400 Garnison direkt da schon reingestellt. Jetzt wird Baltakant angegriffen. Okay, ich verstehe. Wir suchen die großen Städte wieder zu holen, um sich zu etablieren. Schauen. Ja, die haben jetzt alle gefangen. Den Plan habe ich jetzt einfach komplett aufgegeben. Alles mit. Also dann versuchen wir es in Baltakant mit der Verteidigung. Es ist unglaublich, wie die da wieder eine Armee zusammengeprügelt haben. Baltakant hat nur 200 Verteidiger. What? Wie schnell ging das denn jetzt wieder? Alter, was ist denn los hier? Ich kann gar nicht zu Hilfe eilen hier. Das fällt gerade so schnell. What the hell? Hätte ich direkt hin sollen? Ja, ich hätte direkt hin sollen. Okay, das ist jetzt erstaunlich, dass jetzt doch da nochmal so viel Mann zusammentrommeln konnten.
dass wir da dagegen halten müssen, ist absolut klar. Absolut klar. Versuch kurz ein paar Leute mitzunehmen, bei denen ich nicht gleich die Städte plündern muss. Abgebrüht. Hier soll mal rankommen, bitte. Diese 1341er Armee, die müssen wir zerschießen, ansonsten nehmen die alles ein, nach und nach. Jetzt holen sie diese Burg. Sehr Reiter, Plünderer, imperiale Bogenschützen, Stammeskrieger. Und ist auch eher hinterhältig. Ich habe eigentlich nicht vor, sie auf offenem Feld zu challengen. Wenn die Armee nämlich weg ist, dann das gut aus für uns. Ab dann können wir alles holen. So. Wir stehen den Verteidigern zur Seite. Wir müssen 122 Mann opfern. Wir haben 9 Infanterie, 8 Fernkämpfer, 21 Kavallerie und die anderen 84. Jetzt sitzen wir hier drin und jetzt können wir der Verteidigung helfen. Okay, meine Damen und Herren, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir hoffentlich die große Armee hier, Mesui übrigens, ne, die wir damals für uns gewinnen wollten. Wir werden hoffentlich in der Verteidigungsschlacht in dieser Burg diese Armee zerschießen und dann den Kusai in der nächsten Folge ein Ende bereiten. Ein für alle Mal. Wenn ihr so am Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Freue mich drauf. Bis dann.